Die illegalen Bilder, die in den letzten Wochen subversive und feindselige Botschaften in ganz London verbreiteten, sind nicht wie ursprünglich angenommen das Werk mehrerer Personen, sondern eines Einzelnen. Der Kriminelle, der im Verdacht steht, Verbindungen zur Terrorgruppe DedSec zu haben, ist maskiert und gilt als gefährlich. Die Behörden raten davon ab, sich ihm zu nähern. Zuerst verfolgten sie die Ausländer. Und ich hielt meinen Mund, weil ich kein Ausländer bin. Dann verfolgten sie die Demonstranten. Und ich hielt meinen Mund, weil ich kein Demonstrant bin. Dann verfolgten sie die Journalisten. Und ich hielt meinen Mund, weil ich kein Journalist bin. Dann verfolgten sie die Straßenkünstler. Doch ich hielt meinen Mund, weil ich kein Straßenkünstler bin. Wurde mir klar, dass sie irgendwann mich verfolgen würden und dass dann niemand mehr da wäre, der für mich den Mund aufmacht. Steigen Sie ein! Oh, Kacke! Heilige! Wo soll's hingehen, Sir? Oh, ich kann sie nicht! Oh, tut mir leid, Miss. Fuck. Okay, wir stecken voll in der Scheiße. Verschwinden wir lieber von hier. Ich finde, man hört einfach zu wenig darüber. Weißt du, was ich meine? Sicher. Und es gibt nichts Schlimmeres als... Hier lang. Nicht das tun zu können, wofür man sich begeistert. Nach einer langen Nacht regiert das Chaos in London. Die Hauptverkehrsadern der Stadt sind blockiert. Hunderte von schwer bewaffneten Adern. Wen haben wir denn da? Willkommen beim Widerstand. Hier, ein Willkommensgeschenk. Bis dann. Wusste nicht, dass wir auf eine bekackte Kostümparty gehen. Probier sie an. Der neue Hauptverdächtige ist David Ford, ein 43-jähriger Londoner Taxifahrer. Er ist nicht vorbestraft, gilt aber als Terrorist. Es wird empfohlen, sich ihm nicht zu nähern. Die Behörden raten allen Bürgern,